Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Morgen. Thema ist ja noch offen vom letzten Jahr. Wir haben es angekündigt, Trockentrenntoilette. Und wir haben viele Stimmen schon gehört, mit vielen gesprochen. Der eine mag Trockentrenntoiletten, der andere weniger. Und die Meinungen sind gespalten, glauben wir zu wissen, oder? Ja, es ist halt so, also als der Mike mir ankam mit Trockentrenntoilette, ich so, nee, will ich nicht. Das ist jetzt 2 Jahre her. Also ich habe den Gedanken schon seit 2 Jahren ungefähr, da so, was zu machen. Aber er hat mich überzeugt. Also wir können nach langer Zeit. Genau, wir können es schon mal vorwegnehmen. Wir nutzen eine Trockentrenntoilette im Eigenbau und wollten aber auch mal im Vorfeld noch mal kurz geklärt haben oder besprochen haben, so ist besser ausgedrückt, die ganzen Fragen, die sich da auftun oder aufgetan haben, die wir hatten, die wir uns selber gestellt haben. Und ich denke oder wir denken, da draußen gibt es genügend andere auch noch, die vielleicht ähnliche oder dieselben Gedanken haben oder die sich die Fragen stellen. Und vielleicht kann dieses Video euch da so ein bisschen in die ein oder andere Richtung lenken, da wo ihr gerne hin wollt. Ja, die Frage 1 ist erstmal, warum Trockentrenntoilette? Genau. Also, ich bin ja da mit Toilette sauber machen raus, was das Wohnmobil angeht. Und das muss ja alles immer der Mike machen. Vielleicht sollten wir mal, hat man den Gedanken fest, nochmal vielleicht ganz kurz klären, der ein oder andere weiß noch gar nicht, was eine Trockentrenntoilette ist. Oder, okay. Oder auch Komposttoilette genannt. Also vom Prinzip ist es ja, ihr habt ja alle in eurem Camper ab Werk in der Regel eine Chemietoilette, eine Kassetten- oder Banktoilette mit so einem Auszug von außen, da wo die ganzen Flüssigkeiten letzten Endes drin sind. So, da macht er dann ein bisschen Chemie rein oder biologisch abbaubares Zeugs. Und das ist letztendlich die Standardtoilette. So, die muss dann auch entsprechend entsorgt werden an bestimmten Stellen, auf dem Campingplatz, Stellplatz oder Entsorgungsstellen, die vielleicht so irgendwo noch anzufahren sind. Im Gegensatz zur Trockentrenntoilette, wo man quasi, wie der Name schon sagt, trennt, Flüssigkeiten und Feststoffe getrennt. aufgefangen werden durch 2 Öffnungen in 2 Behälter. Genau. Ne? Und dadurch, dass sich das nicht mischt, entsteht da nicht diese chemische Reaktion. Auf jeden Fall soll ja dann dadurch keine Gerüche entstehen und du brauchst auch keine Chemie. Ja. So, durch die Trennung eben. Trocken getrennt oder das Nasse von dem Trocken getrennt. Das ist grundsätzlich eine Trockentrenntoilette. Da gibt es auch verschiedene Sorten, verschiedene Hersteller. Mittlerweile kannst du ja auch von Verbrennertoiletten, ich glaube Cinderella heißt die, dann so eine Nature's Heat mit Kurbel, so eine Trelino, relativ simpel, aber gut aus meiner Sicht. Also es gibt da unterschiedliche Sorten und eben Eigenbau, Selbstbau. Das haben wir gemacht. Bei der Gelegenheit, wer den Einbau sehen möchte oder wer den Bau einer Trockentrenntoilette sehen möchte, kommt nächste Woche, lade ich das Video hoch, nur wo ich die Toilette gebaut habe. So, warum haben wir das gemacht? Weil man ist halt eben durch diese Chemietoilette sehr abhängig von Entsorgungsstationen. Ne? Es sei denn, man sagt jetzt, okay, ich stelle mir eine 2. Kassette unten in den Kofferraum rein, was für uns nicht in Frage kam, wollten wir nicht. Die auch Geld kostet? Zum einen das, aber zum anderen halt, nee, wir wollten es nicht. Und dann war halt eben immer dieses Problem, ja, nach 2 Tagen musstest du in irgendeiner Form zusehen, halt, dass du irgendwo entsorgst. Da wir ja inzwischen autark sind, war das im Grunde genommen für uns das einzige Problem. Ja, man kann nicht länger als 2-3 Tage autark stehen, weil ne, die Toilette ist dann voll und genau. Das ist doof. Der begrenzende Faktor ist halt die Toilette.
Genau. Und ja, je nachdem, wann die voll ist, muss da halt wieder los. Oder das ganze Thema ist sowieso für den welchenjenigen uninteressant, der nur auf Campingplätze steht. Ich glaube, da, ja, da wäre das nicht so interessant. Es sei denn, ich meine, wir haben ja auch viel auf Campingplätzen gestanden. Aber trotzdem war ich dann teilweise lieber auf unserer Toilette als dann auf den Toiletten. Es sei denn, es waren jetzt wirklich super Sanitäranlagen. Nein, und das hat eben halt einfach dazu geführt, dass der Mike gesagt hat, Trockentrenntoilette. Ja, ich habe das Thema irgendwann mal aufgeschnappt und habe mich damit mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und ja, also ich glaube, oder ich glaubte damals, das war ein gutes Thema oder macht ein Stück weit freier, glaube ich zumindest. Oder heute kann ich sagen, ja, es macht es, weil wir können uns, egal wo wir sind, wir können uns einfach hinstellen. Ja. Und haben vom Prinzip nur noch einen begrenzenden Faktor und das ist das Frischwasser. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, da war es auch noch ein Vorteil der Trockentrenntoilette. Und da ich ja erst so dagegen war, da hat mein Schätzelken dann gesagt, okay, weißt du was, pass mal auf, ich baue da mal so ein Modell und dann stellen wir uns oben ins Badezimmer hin und dann kannst du das mal austesten. Bevor ich das jetzt ganz einbaue, erstmal Testphase im Badezimmer. Ja, ich glaube, wir haben 2 Wochen getestet. Ich mache auch mal einen kurzen Bild rein, wie das bei uns aussah. Also noch nicht in schön, aber nee, war nicht schön, funktionell. Aber es hat funktioniert. Es hat ganz gut funktioniert und ich habe mein Okay gegeben. So, sagen wir es mal so. Ja, es ist halt einfach gewöhnungsbedürftig. Dadurch, dass wir Frauen ja das Problem haben, dass die Ausgänge enger beieinander sind und man dann halt die richtige Sitzposition finden muss, das ist nicht so, man kann sich einfach draufsetzen und loslegen, man muss schon mal so gucken, sitzt man jetzt richtig oder geht es daneben, was allerdings dann auch kein Problem wäre, dann ist das halt. Also wenn da mal was daneben geht, das ist ja auch nicht so tragisch, dann kann man das beides lernen oder auch erstmal lassen und abwarten. Genau. Für die Männer ist es letzten Endes deutlich einfacher, glaube ich auch. Ja, ja. Wir haben ja da entsprechende Verlängerung. Das funktioniert gut. Also eigentlich sehr gut. Ja. Aber klar, das sind so die Gedanken, die du ja auch hattest. Geht das überhaupt? Kann ich als Frau vernünftig trennen? Ne? Eben, von der Anatomie-Seite her. Und ich glaube, das war so ziemlich auch das größte Thema, der größte Gedanke, den du da hattest. Ne? Ja, klar, natürlich. Das ist halt eben... Ja, wenn es in die Hose geht. Nein. Also wie gesagt, man kann sich einfach, man muss halt eben einfach ein bisschen, erstmal wenn man sich draufsetzt, ist es jetzt richtig oder nicht. Wenn man nur Pipi machen muss, ist halt alles kein Problem. Das so, ist, wir haben es aber Thema. Jetzt fast ein halbes Jahr drin, haben den Urlaub damit vollbracht, haben Wochenenden damit vollbracht und auch meine Business-Camping-Touren damit erledigt. Und also ich nehme es jetzt mal vorweg, nie wieder ohne. Warum das so ist, ist eigentlich für uns sonnenklar. Ne? Also du kannst autark stehen. Du hast keinen Wasserverbrauch für die Toilette, richtig? Und du hast nicht das Problem mit der Entsorgung. Wie ist es mit dem Geruch? Das ist ja auch immer noch so eine Frage. Ja, es ist ja so, man hat ja die Flüssigkeiten gehen in einen Behälter, Kanister. Einen abgeschlossenen Kanister und die Feststoffe in einen Eimer mit Tüte. So, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann es abdecken mit Streu, mit, also wir haben ein Kleintierstreu. Wenn das frisch aus der Tüte kommt, dann riecht es so ein bisschen holzig, ne? Wie halt eben Kleintierstreu riecht. Ne? Man kann Katzenstreu nehmen. Es gibt halt auch so spezielle
Hier dieses ja, Kackpulver kannst du dir kaufen oder benutzen, das ist von einem ja, bestimmten Hersteller. Ja, auch so Torf, so, ne? Kokos. Kokosfaser oder sowas. Ja, da ist so ein Klotz, den machst du irgendwie, glaube ich, mit einem halben Liter warmem Wasser, lässt du den über Nacht einweichen, dann hast du Kokosfasern. Das haben wir aber auch noch nicht ausprobiert. Wir waren ja jetzt praktisch in den Wintermonaten unterwegs und da hat das mit dem Kleintierstreu super funktioniert. Genau, es ist nicht schwer. Genau. Nimmt zwar ein bisschen Platz in Anspruch. Wir haben mehrere Kisten mit, so kleinere, wo wir das dann drin haben, handliche. Da haben wir dann, je nachdem, wie lange wir unterwegs sind, entweder 1, 2, 3 mit. So ein Karton, Kasten hält ungefähr eine Woche. Ich sag mal, so ein Zeug, das kriegt man doch auch an überall, oder? Das ist eben auch das, ne? So, ich sag mal, in jedem Land gibt es irgendwo Kleintiere und so ein Zoobedarf oder sonstiges, ne, wo man sich sowas dann holen kann. Also da ist man dann auch nicht irgendwie abhängig, dass man sagt, boah, ich muss das alles mitschleppen. Nee, muss man nicht. Wenn man sagt, nee, ich bin jetzt da, ich schleppe ja auch nicht meinen ganzen Lebensmittel mit. Ich kaufe ja dann da, wo ich bin. Und genau. So machen wir es zumindest. So, und dann hast du ja noch, wie gesagt, noch andere Materialien, die müsste man dann mal ausprobieren, was wir mit Sicherheit auch mal tun werden. Ja. Aber im Moment läuft bei uns das Kleintierstreu ganz gut. Das heißt, wir packen es eine Tüte in den Eimer. Bei der Tüte sei noch mal kurz gesagt, also wir haben keine guten Erfahrungen gemacht mit diesen biokompostierbaren. Genau. Die fangen schon an, sich zu zersetzen. Und je dünner die sind, desto schneller geht's. Und wenn wir so roundabout 2, spätestens 3, 2,5 Tage müssen wir leeren, also den Feststoff. Und in der Zeit kann es schon sein, dass er sich dann angefangen hat zu zersetzen. Ja, ja. Dass so ein bisschen Feuchtigkeit vielleicht noch durchgeht. Oder wenn du richtig Pech hast oder einen größeren Eimer hast, dann ziehst du die Tüte raus und dann liegt der Rotz halt da so rum. Ne? Das ist dann auch nicht so schön. Dann nehmen wir normale Müllbeutel, passend für den Eimer, den wir haben, und das wird dann zusammen mit dem Restmüll entsorgt. Genau, und unser Flüssigbehälter, der hat roundabout 16 Liter, sowas, 16,5 Liter, der hält ewig und 3 Tage. Also du machst praktisch die Tüte in deinem Eimer, dann machen wir ein bisschen Kleintierstreu unten auf dem Boden, damit die erste Lage schon aufgesaugt wird, also das Kleintierstreu hat jetzt nur den Zweck, die Feuchtigkeit aus den Feststoffen rauszuziehen. Ne? Die Restfeuchtigkeit, ja. Genau, ja, ja. Genau, und halt eben abzudecken, dass es nicht riecht. Ne? Ja, ob das jetzt eigentlich so schon für die Abdeckung, wenn es trockener Kot riecht nicht, das ist einfach so. Die Hundebesitzer sind, die wissen das. Das riechst du, glaube ich, erst, ja, wenn diese Schutzschicht weg ist und wenn du reingetreten bist. Dann Nein, aber so. Ne, so machen wir das oder so wird es in der Regel ja auch getan. So, die Tüte rein, Streu rein und dann kannst du dein Geschäft vollbringen. Und dann, also wir machen auch Toilettenpapier mit rein. Ja. Und dann machst du eine Handvoll Streu rein oder 2 Streu, je nachdem, wie groß der Haufen da wird. Und dann ist das erledigt. Genau. Und dann machst du das so oft, bis der einmal voll ist. Und dann kannst du die Tüte ziehen und dann zumachen und entsorgen dann im normalen Hausmüll. Restmüll, genau. So. Und da ist schon wieder so ein Vorteil. Du hast auch auf Plätzen, wo du vielleicht freistehst. Wie heißen die, diese Parkplätze da, diese Wanderparkplätze, da hast du dann in der Regel auch einen Mülleimer. Da könnte man es theoretisch auch entsorgen. Du kannst auf dem Weg zum nächsten Stellplatz am Rastplatz anhalten. Kannst du auch entsorgen, da kannst du auch deine Flüssigkeiten entsorgen. Chemietoilette würde ich da eigentlich nicht entsorgen, das ist eine Riesensauerei, wenn du da in der Toilette kippst. Also, also das wäre schon wieder so ein Vorteil der Trockentrenntoilette. Ja, und dann bist du eigentlich schon wieder clean. Und solltest du überhaupt keine Möglichkeit haben, da zu entsorgen, dann machst du die Tüte zu, packst du sie dir irgendwo hin, wo sie nicht stört, und entleerst du oder entsorgst du zu Hause. Ja. So, und dein Pipi, das kannst du dann auch theoretisch verdünnen und irgendwo mal ausgießen im Notfall. Oder aber auch dann
zu Hause, ne? Ja. Hoppala. So. Und Riesenvorteil. Also dieses, ich muss jetzt irgendwo eine Stelle finden, wo ich meine Chemie entsorgen kann. Die entfällt einfach. Die ist einfach weg. Ja, die ist weg. So, wir waren in Südlohn, da konnte man ja, ist ja keine Entsorgung. Ja. So, interessiert mich überhaupt nicht mehr. Nee. Ich fahre da hin, ich bleib da stehen, fertig. Strom brauchen wir nicht, Toilette müssen wir nicht entsorgen. Also du kannst jetzt auch nicht unendlich da stehen, aber eben deutlich länger als jeder andere mit einer Chemietoilette eigentlich. Zum Beispiel. Ja. Riecht es? Nein. Es ist ja immer die Frage, ne? Wenn man sagt, na, riecht's nicht, weil im Grunde genommen ist es ja offen. Man hat ja nur den normalen Klodeckel. Das war übrigens auch noch ein Vorteil bei den Chemietoiletten die Standard-Chemietoiletten, die haben ja eine kleine Klobrille auch, ne? So, wir haben jetzt im Grunde genommen eine ganz normale. Ja. Ganz normale Klobrille, Deckel drauf. Wie fertig, zu Hause. Wie zu Hause, ne? Ist auch sehr angenehm. So, und dann, ne, dadurch ist das ja offen ist, ne, nur den Deckel drauf, riecht es. Nein, man riecht am Anfang nur dieses Kleintierstreu schon mal, wenn es sehr frisch ist. Genau. Also was, wenn jetzt wirklich der Behälter voll ist, ne? Dann merkt man, jetzt wird Zeit, ne? Also das dann schon mal so... Na, also, dass wir dann schon mal gesagt haben, na, kommt das jetzt daher oder... Du hast so ein, also beim Geschäft machen ist klar, riecht's. Ja. Und manchmal, weiß ich nicht, entweder war er zu voll schon, also dann war er schon bis Oberkante, dann hätte man meinen können, aber auch nicht so nach Fäkalie nein, oder so. Nein, ne? Nein, sondern, wie sagt man, es müfft ein bisschen so, ne? So. Ja, sagt man so. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, man riecht nur das Streu. Ja. Oder, ja, weil wir das Kleintierstreu benutzt haben. So, und das war auch jetzt letztendlich auch nur am Anfang, wo wir das Streu direkt ausgepackt haben, als es noch frisch war. Wenn es ein bisschen länger steht, dann verflüchtigt sich auch dieser Geruch. Ja. Dann ist es das also relativ neutral. Also allemal besser, es riecht allemal besser als diese blaue Chemie, die du da reinmachst. Ja. Ja, also für mich deutlich angenehmer, ehrlich gesagt. Ja, so, und wir säubern es eigentlich alles. Man hat ja die Trennung zwischen der Öffnung für den Feststoff und vorne, das ist ja wie so ein Trichter, da ist so ein kleiner Steg. Ja, es geht schon mal, wenn man nicht weit genug hinten sitzt, was auf den Steg an Feststoffen. Wir haben immer eine Flasche mit so einem Zitronenreiniger. Manche nehmen Essig. Essig finde ich zu penetrant vom Geruch her. Deshalb nehme ich so einen flüssigen Zitronenreiniger, also reine konzentrierte Zitrone. So eine Sprühpulle. So eine Sprühflasche. Das sprühe ich dann damit ein, wische das eben ab. Mit Toilettenpapier kann sofort hinten rein und fertig. So, und dann hat man eigentlich überhaupt keine Gerüche. Vorteil ist, man kann auch, wenn man es gerne benutzt, auch mal feuchte Toilettenpapier benutzen. Kann auch alles hinten mit rein, geht ja sowieso alles in Restmüll. Ja, dann solltest du aber nicht auf den Kompost machen. Also du kannst die Feststoffe auch auf den Kompost. Du kannst es ja. Wobei, wenn du Fleisch isst, solltest du es sowieso nicht machen. Auf den Kompost. Dann sind wir raus. Ja, also wenn du reiner Vegetarier bist, dann kannst du sehr gut alles auch auf dem Kompost entsorgen. Allerdings, wenn du Fleischesser bist, sollte man das nicht unbedingt auf dem Kompost entsorgen. Man kann aber auch optional da einen Lüfter einbauen. So einen kleinen 5-Volt PC-Lüfter oder sowas, der immer so einen leichten Sog nach außen bringt, also an eine Tür vielleicht von der Toilette, und da kannst du dann auch, also wie nur wie die Soganlage, die man so kaufen kann. Kann man sich auch was machen, so dass der Trocknungsvorgang schneller geht. Ne? So, wir haben es jetzt nicht drin, wir haben jetzt keinen Lüfter drin, und von daher, ich sehe jetzt auch keine Veranlassung, einen reinzubauen, ehrlich gesagt. Das mag im Sommer anders sein, das weiß ich nicht. Also das wären auf jeden Fall schon mal so diese Grundsätze. Also der Vorteil ist doch ganz klar,
du sagst gerade Toilettensitz, man sitzt da bequem drauf und vernünftig, ne, und nicht so ein bisschen beengt immer alles. Und du hast für die Toilette keinen Wasserverbrauch, also du bleibst dann auch länger autark im Bereich von Wasser. Ja, die Autarkie als solche sowieso. Du kannst auch deine Feststoffe sammeln, wenn du keine Möglichkeit hast zu entsorgen. Ist das so, ne? Ja, natürlich. Ich sag mal, wenn meine Restfüllmülltüte voll ist, muss ich es ja auch irgendwo hinpacken, ne? Ja, also ich sag mal, wir haben ja selber einen Hund gehabt. Ihr habt auch in der Regel, der Camper hat in der Regel ja auch noch Hunde. Also ist ähnlich so, ja? Das Kot in der Tüte aufsammeln und was macht er jetzt damit? Ja, in den Mülleimer, ne? Ganz einfach. Oder in dem Behälter für, wenn es eine gute Stadt ist. Dann haben die da ihre Kot-Sammelstellen oder sowas. Also man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe schon Stimmen gehört, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, dass auf irgendeinem Stellplatz war es auch verboten, die Tüten der Trockentrenntoilette in dem normalen Müll da zu entsorgen. Oder den Mülleimern. Wahrscheinlich waren die da alle immer voll mit den... Es kann ja auch durchaus sein, dass die Stadt da solche Regelungen hat oder macht. Aber andersrum, ja, Hundekot, Windeln, das wird ja auch alles in den Restmüll gepackt eigentlich. Also das dürfte eigentlich nicht jetzt den großen Unterschied machen. Aber gut, kann sein. Ja, vielleicht waren es so normale kleine Mülleimer, die dann da schon mal so an der Laterne stehen, weißt du, die dann vielleicht vollgestopft waren mit diesen Beuteln. Unmöglich. Wo sie dann gesagt haben, nee, ist nicht mehr und also da sollte man einfach auch drauf achten. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Dann sammelst und packst es auf dem Weg nach Hause irgendwo hin, da wo es geht, an der Raststätte oder nimmst du mit nach Hause. Ja. Ist auch kein Problem. Genau. Ne? Ich meine jetzt 3 Monate Spanien, so lange würde ich jetzt auch nicht sammeln, aber da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, wo man dann entsorgen kann, zwischendurch mal. Sag ich mal, sein Hausmüll haut man ja auch irgendwo hin oder seinen Restmüll, ne? Ja, und der nächste Vorteil ist halt, keine Chemie. Ja. Also für alle, die ökologisch unterwegs sein wollen, ist das mit Sicherheit auch nicht das Schlechteste der Welt. Ja. So. Sehe ich einen Nachteil an dieser Trockentrenntoilette? Ja, auch. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber, naja. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Flüssigbehälter, der ist weiß oder eher so milchig. Das heißt, ich kann den Füllstand gut sehen. Wenn der jetzt schwarz wäre oder blau wäre, dann sieht man den vielleicht nicht so toll. Ne? Also so eine Füllstandsanzeige wäre gut. Also wir könnten eine nachrüsten. Würde ich auch vielleicht empfehlen, wenn ihr was Dunkles verbaut, wo man nicht reingucken kann, weil man sieht es nicht. Ne? Und wenn voll, merkt man es nur. Ne? Wenn die Socken langsam nass wären, wenn du ins Bad gehst, dann muss man gucken, wo er herkommt. Ich denke mal, irgendwann hat man es raus, weil man sagt, naja, okay, jetzt ist der Kanister voll. Ne? Naja, klar. Das sind die Erfahrungswerte. Das, ne, kann durchaus sein. Also ich sag mal, jetzt muss ich echt überlegen, richtig voll war unser auch noch nie. Ne? Aber Doch. Jetzt während des Winterurlaubs schon. Na, schon 4, 5 Tage? Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr, wann es voll war. Auf jeden Fall war der nicht so voll, dass es rausgelaufen ist. Nein. Also das wäre jetzt für mich so ein Nachteil, der ist aber ja in meinem Falle gar nicht so wirklich. Aber sollte man vielleicht mal dran denken, wenn man eine Trockentrenntoilette verbaut oder sich eine fertigt. Für mich, wie gesagt, ist der Nachteil, ja, man muss schon gucken, wo man sich hinsetzt. Ne? Ob weiter nach hinten, weiter nach, wenn ich jetzt nur Pipi machen muss, kann ich mich weiter nach vorne, ansonsten weiter nach hinten. Das ist so für mich der einzige Nachteil. Was ist denn mit Durchfall? Wenn alles so richtig schön flüssig ist. Seid ihr gerade am Essen? Entschuldigung. Keine Ahnung. Also ich sag mal, so ein bisschen weicheren Stuhl hat ja nichts gemacht. Aber so richtigen Durchfall haben wir keine Erfahrungswerte mit.
Also ich denke, dann muss man vielleicht ein bisschen nochmal den Rand mit einem Tuch reinigen oder so und dann ja, Essigsäure. Ein bisschen mehr Streu nehmen und öfter mal wechseln, ne? Ein bisschen mehr halt. Streu nehmen, ja, das kann sein. Also denke ich mir. Sollte aber auch, also das sollte jetzt eigentlich auch kein Nachteil sein. Also das wird genauso funktionieren, behaupte ich jetzt mal. Ja. Oder? Ja. Also, wer sich traut, kann so einen Teil auch selber bauen. Also, ich sage jetzt mal, ich gehe mal jetzt in Richtung Kosten. Das geht, ich sage mal, roundabout so ab 500 Euro los für eine Trelino. Dann, ich glaube, nach oben sind keine Grenzen. Keine Grenzen gesetzt. Müsstest du vielleicht gucken, wenn du eine fertige kaufst. Also die Trelino, die arbeitet genauso wie unsere. Wir haben ja einen Selbstbau von meinetrenntoilette.de. Erkläre ich aber alles nochmal in dem Video nächste Woche. Und es gibt auch Toiletten mit Rührwerk. Die kannst du auch länger benutzen, weil das halt alles so ein bisschen vermanscht da drin. Die sind aber auch relativ groß, was ich jetzt so gesehen habe. So eine, ich glaube, Nature's Heat oder so heißen die. Du hast Toiletten zum Verbrennen. Gut, da brauchst du einen Gasanschluss, auch sehr teuer. Also, unsere hat jetzt gekostet roundabout, oder man kann davon ausgehen, je nachdem, ob man Holz noch da hat oder nicht, oder ob man es überhaupt in Holz macht, irgendwo zwischen 150 und 250 Euro. Was jetzt vielleicht noch, wo wir uns Gedanken drüber gemacht haben, was ist uns jetzt wichtiger? Ja, genau. Ein großer Feststoffbehälter und ein kleinerer Kanister oder umgekehrt? Wir haben uns jetzt für den größeren Kanister und kleineren Feststoffbehälter entschieden. Genau, weil wir den Feststoff deutlich besser oder einfacher entsorgen können, ja, als eine, ja, Flüssigkeit. Und wir gesagt haben, wir legen mehr Wert auf viel Flüssigkeitsvolumen, damit wir da auch mal, eine Woche will ich jetzt nicht sagen, aber 4-5 Tage, 16 Liter, muss halt, der eine pinkelt mehr als der andere, so kann man sich ausrechnen. Aufnahmekapazität erreicht, ich musste kurz nochmal neu starten. Ja, das sind also letzten Endes die Punkte, die man beachten sollte, vielleicht noch bei der Reinigung des Urinkanisters. Ausgießen und mit Wasser nachspülen, keine gute Idee. Ne? Da sollte man lieber dann, also wenn du es machst, dann lieber mit so einer verdünnten Zitronensäure oder Essigsäure, ja, ausspülen, weil Wasser und Urin gibt wieder Urinstein. Und der kann wieder anfangen zu muffen. Ne? Das vielleicht noch mal so am Rande. Jo. Das war es eigentlich. Ja, aus meiner Sicht sind das die Fragen, die wir uns gestellt haben. Ja. Und wo wir ein bisschen nach Antworten gesucht haben oder wo wir uns, ja, versucht haben, mit auseinanderzusetzen. Der eine oder andere findet sich da vielleicht wieder. Wäre schön, wenn ihr vielleicht auch mal kommentieren würdet, was ihr da so für Fragen für euch so im Kopf gebildet habt, wenn ihr wechseln würdet. Die Hersteller bieten es leider noch nicht so wirklich an als Option, beim Bestellen eines Fahrzeuges eine Trockentrenntoilette mitzubestellen. Vielleicht ändert sich das auch noch mal in Zukunft. Wäre auch nicht so das Schlechteste, ne? Für ein bisschen Aufpreis oder so vielleicht. Das kann man ganz gut die Option wählen. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Überlegungen eine ein wenig Entscheidungsfreiheit gegeben haben. Ja, so oder einen Denkanstoß, ja, für den einen oder anderen, der das auch schon am Überlegen war, mache ich nicht. Genau. Und Fazit haben wir schon gesagt, wir würden nie wieder ohne. Also wir finden es ganz hervorragend und eigentlich schon zu spät angefangen. Also wenn man dazu sagen kann. Ne? Also ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Und es hat seine Vorteile, definitiv. Ja. Mehr als, ja, Nachteile. Ja. Wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, das kommt jetzt auch noch dazu,
in eurem Wohnmobil, Wohnwagen, Caravan, was auch immer, da es nachzurüsten. Das ist ja nicht in jedem Fahrzeug so ganz einfach. Es nimmt halt eben Platz weg, ne? Ja, das, also das, es ist, man muss gucken, ob es passt oder nicht passt. Ja, und manche stehen nur auf so einem Plastiksockel. Da müsste man dann auch mal gucken, ob man dann da eine Platte reinlegt oder den ganzen Sockel entfernt. Bei uns war es jetzt relativ einfach, seht ihr aber nächste Woche. Und ja, seid gespannt, wie wir sie gebaut haben. Ich könnte jetzt schon mal ein bisschen teasern und ein Bild von der fertigen Toilette im Badezimmer kurz einblenden hier irgendwo, ne, wie sie aussieht. Dann könnt ihr schon mal euch drauf freuen vielleicht. Und ja, vielleicht baut ihr sie auch nach. Kein Problem, ich unterstütze da gerne. Wenn ihr da Kommentare reinschreibt, dann können wir da uns gut austauschen. So, ja, ich hoffe, ihr habt euch da so ein bisschen wiedergefunden und vielleicht auch die ein oder andere Frage beantwortet. Ansonsten ja, muss das jeder für sich selber beantworten, ehrlich gesagt, und herausfinden, ob das was ist für denjenigen welchen. Wir sind begeistert. So viel können wir sagen. Jo. In diesem Sinne. Danke fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ist jetzt ein Labervideo geworden, sorry, aber nächste Woche wird geschraubt. Wir können hier nicht Beispiele zeigen. Wer weiß. Nein. Alles klar. Bleib sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.